interessant, was man hier so mitgekriegt hat, ne? Das einzigste Problem, was ich jetzt hatte, das musste natürlich genau während des Films sein, ist, dass mir irgendwie meine Cam-Aufnahme gesagt hat, maximale Aufnahmemenge erreicht. Das fand ich jetzt irgendwie gar nicht cool, weil ich hoffe, dass hier nicht irgendwie ein, zwei Minuten gefehlt haben. So, wir brauchen immer noch den... War das nicht ein Schlüssel, den wir finden mussten? Ich glaube ja. What? You have to find Wernicke. Only way. Lebt denn dieser Wernicke noch? Auf alle Fälle gibt es hier eine Akte. Betreff: fleischfressende Bakterien. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Aha. Oh Gott. Das war mir irgendwo fast klar, dass es hier nicht weitergeht. Es muss ja nach oben gehen, ne? Hä? Ach so, mhm. Mich wundert es ja sowieso, ne, dass wenn ich hier irgendwo durchgekrochen bin, dass mich von hinten noch nichts gepackt hat. Ah, wir sind jetzt hier im Projektorraum, oder wie? Batterie. Batterien sind mittlerweile echt kostbar, so wie verschwenderisch ich damit umgegangen bin. Oh! Darf ich hier nicht weiter, oder wie? Anscheinend ja nicht. Aber ich muss doch da durch, oder? Nö. Ich glaube nicht. Ah, der hat mich hier jetzt aufgemacht. Sehr zuvorkommend. Ah, komm. Ich hab den Schlüssel. Na, wer kommt jetzt hier? Sagt's mir lieber gleich. Das heißt jetzt, ich muss den ganzen Weg zurück, ne? Dum, 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 ich warte mal. So, ich muss quasi wieder in den Kinoraum. Und hoffentlich komme ich durch diese kleine Öffnung auch wieder zurück. Kommt da jetzt wer oder nicht? Ich möchte nicht raus.
komm, geh doch endlich vorbei oder... Oh, lass mich einfach in Ruhe. Hier kommt irgendwie nichts. Und in der Regel ist es ja dann so, wenn ich dann hier rausgehe, dann steht das Ding da, ne? Ach, kommt. Da ist es. Da komme ich nicht zurück. Das war mir irgendwie fast klar. Der hat einen Spaltbeil in der Hand. Komm, dreh wieder um. Dreh wieder um. Komm. Außerdem bedecke mal deinen Schniedel. Ich weiß, das passt jetzt hier überhaupt nicht. Wie kriege ich jetzt den Typen da weg? Seht ihr das? Warte mal, ich könnte hier rein und mich hinter der Tür verstecken. Das würde vielleicht gehen. Tür zu. Warum der nichts macht, weiß ich nicht, ne? Boah. Vater Martin? Hallo? Oh. Ich dachte eigentlich, die ist auch zu. Ich glaube, es geht irgendwie so Richtung Kirche, ne?
Aber das Ende, ich weiß echt noch nicht, wie das Ende hier ausgeht. Also, wie gesagt, ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir hier am Schluss so richtig abgeschlachtet werden. Hingerichtet werden. Keine Ahnung. Ist das Vater Martin? Nö. Die Musik wird echt immer düsterer. Moment, aber was ist in diesem Zimmer? Okay, er betet vor dem Fernseher. Warum kann ich mir nicht einfach so ein Billardkö mitnehmen und wenn so ein Typ kommt, ihm einfach eins über die Mütze geben? Aber nö. Okay, einmal hier durch. Oh, die Toiletten mal wieder. Ich hab irgendwie, ne? Irgendwann passiert noch was in den Toiletten. Okay, alle beten hier. Sollte ich das vielleicht auch tun? Irgendeine Tür, ne? Ah, ich sehe schon. Muss ich hier eventuell nach draußen? Ich glaube ja. Aber hier gibt es noch eine Akte. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Warrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Au, oh Gott. Tut doch weh. Ja, wie ich es mir dachte, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Ist das hier die Kirche, oder? Jetzt zieht mich wahrscheinlich gleich irgendwas rein. Nee, nicht mal. Puh. God hates sickness. Ach du Schande. Ja, mach doch die Tür hinter dir zu. Kapelle. Gott hasst Geld.